schau mal, ob ich irgendwie reinkomme. Von außen. Tatsache. Geh mal weg! Sie da drüben! Okay, ich muss da wirklich selber hin, weil ansonsten klappt das nicht. Aus einem mir unbekannten Grund. Aber ich glaube, ich habe jetzt zumindest schon mal den Zugangsschlüssel. Reicht es, wenn ich hier bin? Ja. Geil. Tada! Hab ich super gelöst. Tadin! Jumper rein. Hecken draußen stehen. Daten abrufen. Ja! Super Lösung. Muss ich sagen. Als hätte ich es geplant. Habe ich nicht, nein. Ich gewusst hätte, was ich machen soll. Egal. Es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Wir sind eine Mission weiter. Yeah. Natürlich verlasse ich ihn. Da, bin weg. So, wir joggen entspannt die Straße entlang. Dann hatte ich mal wieder unser Dingens zurückgelassen. Warum haben wir noch keine Follower dafür bekommen? Oder einen Anruf? Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit. Die wollen sein Geld haben. Natürlich. Das auch. Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von. Erst muss ich den echten Auditor aufhalten.
Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Wird schon wieder. Ich habe Follower bekommen. Aber eigentlich wollte ich jetzt den Quadrocopter dahin schicken. Und gucken, wie ich da hochkomme. Ach du Scheiße. Wo muss ich hin? Ich muss hier hoch. Ah, okay. Muss ich hier hoch? Hier ist alles kein Problem. Andere Seite. Wie soll das denn gehen? Also das ist okay. Ich komme doch hier nicht rauf. Und ich muss ja persönlich da hoch. Die Leiter wird nix. Hier sind tolle Bilder an den Wänden. Wird auch nichts. Also theoretisch. Sorry. Oh Gott, ich müsste meinen Kopf. Muss ich hier hoch? Und dann stehe ich da. Weil... Hey, ihr seid ja schon zu viel für mich. Oh, und los geht's. Hallo, tschüss. Außer, du kannst dir den Laternenmast hoch aus, glaube ich nicht. Was ist mit deiner Kamera los? Was ist das? Sorry.
Okay, wie das mal wieder gehen soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber... bei sowas hat man ja immer eine einfache Lösung. Man lässt es einfach erstmal und macht erstmal irgendwas, was man kann. Achtung! Es ist immer eine schlechte Idee, dahin auszuweichen, wo ich eigentlich gerade lang fahre. Hier ist auch direkt nochmal so ein Hackerpunkt. Wollen wir erst den Hackerpunkt machen? Na, perfekt eingeparkt. Platzsparend. Was soll sein? Angst, dass sie mir die Polizei auf den Hals hetzen. Also, oh. Hey, Ghoul, was geht? Ich habe hier ein paar New Dawn-Klamotten für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Ja? Hi, ich bin Jason Lowell. Ich bin hier für Ihren Audit. Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hä? Meine Quellen sagen mir, dass Sie Zweifel an unserer Kirche haben. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay, es gibt Gerüchte über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis sie wiederkommen, wenn sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und kriege ich keinen Ärger? Für die Wahrheit? Nein. Danke, Sie werden es nicht bereuen. Ich verspreche es. Aber nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Ach ja, Mann. Eine Sache noch, Mann. Ihre letzten 5 Filme waren echt beschissen. Also geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Weiteren Schwinger an. Ja, es ist okay. Jetzt bin ich erledigt. Aber er stolpert und ich habe meinen Arm von dem anderen freigekriegt. Okay, ich habe eine Spur, wie wir New Dawn drankriegen, aber mir fehlt noch eine Info. Jimmy Siska hat Angst vor einem gewissen roten Raum. Jimmy Siska in der Rote Raum. Der Rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Manche, die dahin gehen, bleiben für immer weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein Riesending für uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt.